Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute zur 19. Lesung des Buches Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir sind auf Seite 181 von knapp 370 in dem ganzen Buch. Noch knapp 15 Seiten bis Seite 196 zu gehen in dem Kapitel, in dem wir gerade letzte Besendung angefangen haben zu lesen, Revolution in Europa oder Revolutionen, wie ich eigentlich eher sagen möchte. Wir fangen nochmal mit einem Zitat an aus dem Jahre 1848 oder besser gesagt 1849, nämlich vom 9. Februar. Da erinnert ihr euch, da hatte ich einen Kommentar zugegeben und da wollen wir gleich nochmal eben weiterlesen. Das ist also im Jahre 1848, sagt der Autor hier, führte diese Missregierung zur Revolution im Kirchenstaat. Der Führer dieser Revolution, der bedeutende Freimaurer Garibaldi, bildete eine republikanische Regierung und diese erklärte am 9. Februar 1849, erstens, der Papst ist in Wirklichkeit und von Rechts wegen von dem weltlichen Regiment des römischen Staates abgesetzt. Zweitens, der römische Papst wird alle nötigen Garantien dafür erhalten, dass er seine geistliche Kraft unabhängig ausüben kann. Ich habe nun gerade heute, wie der Zufall es so will, den es ja nicht gibt, eine Sendung gehört von Tom Fress, der ja das Buch im Augenblick liest, also das Buch hat er 2012 gelesen, aber ich höre das in diesem Moment, die Sendung, weil ich sie auch hochlade auf meinem Jogless War und das Infokanal. The Papacy and the Civil Power, also das Papsttum und die bürgerliche Macht von R.W. Thompson aus 1876. Das ist ein ganz fantastisches Buch, um die Geschichte des Papsttums wirklich mal von einer anderen Seite zu verstehen. Er geht das wunderbar an und erklärt im Grunde, wie selbst ab dem 2. Jahrhundert diese Entwicklung der römisch-katholischen Kirche angefangen war. Und wie der Papst mehr und mehr sich Macht angeeignet hat, hauptsächlich natürlich durch gefälschte Dokumente. Über die haben wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Ihr kennt die Schenkung von Konstantin. Es gibt in diesem Buch auch die Schenkung von Pepin. Das ist der Vater von Karl dem Großen. Ich gehe jetzt da nicht auf die Einzelheiten drauf ein. Das Buch könnt ihr gerne selber lesen. Und es gibt auch die pseudo-isidorischen Dekretale. Ja? Pseudo eben, weil nicht echt. Darauf und auf vielen anderen Lügen baut die römisch-katholische Kirche, dass sie eben behauptet, der Papst ist der Stellvertreter von Jesus hier auf Erden. Jesus hat ja angeblich Petrus dafür eingesetzt und der Papst ist eben der Nachfolger von Petrus. Nun, dass Petrus nicht in Rom war, da fängt schon mal die Lüge an. Aber da wollen wir heute gar nicht drauf hinaus. Wir wollen uns nicht zu sehr ablenken lassen von dieser ganzen wunderbaren, interessanten Geschichte und wollen ein wenig beim Thema des Buches bleiben. Garibaldi, ein Freimaurer, der also hier den Papst mehr oder weniger entmachtet hat, und sagt, der Papst ist in Wirklichkeit und von Rechts wegen von dem weltlichen Regiment des römischen Staates abgesetzt. Wenn man sich die Geschichte des Papsttums so anschaut, aus dem Buch von R.W. Thompson, das ist ungefähr zwischen den Seiten 350, 450 ungefähr, dann lernt man sehr schnell, dass der Papst sich diese ganze Macht im Grunde nur angeeignet hat. Also dass er sie sich unrechtmäßig eigen gemacht hat. Der Papst hatte im 2., 3., 4., 5., 6. Jahrhundert keine weltliche Macht. Ja? Wenn hier jetzt der Garibaldi ihm diese weltliche Macht wegnimmt, dann nimmt er ihm eigentlich etwas weg, was er von Rechts wegen nie besessen hat. Was ist Rechts wegen? Nun, da hier in dieser Welt das Papsttum das Recht schreibt, können wir natürlich als Recht nur die Bibel vorhalten. Und in der Bibel steht ganz sicher nicht, dass Jesus Christus einen römischen Statthalter hat.
Da gehe ich jetzt auch nicht detailliert drauf ein, das müsst ihr jetzt mal von mir so annehmen oder ihr forscht es in der Bibel bitte selber nach. Garibaldi lässt aber dem Papst seine geistliche Macht, seine geistliche Gewalt, wie es hier heißt, dass er seine geistliche Gewalt unabhängig ausüben kann. Also, er bleibt das Oberhaupt der Kirche, er bleibt der Bischof von Rom und damit der Bischof der Bischöfe, der selbsternannte. Das nimmt Garibaldi ihm nicht weg. Und es ist halt diese Revolution und die anderen Revolutionen, wir haben hier Italien, aber ihr wisst ja auch, 1848 hatten wir auch Deutschland und verschiedene andere Länder, in denen im 19. Jahrhundert diese Revolutionen passiert waren. Und 1846, wie ich letztes Mal gesagt hatte, trat halt Papst Pius IX. Seinen Dienst an, sein Pontifikat. Und der hat eben im Jahre 1864 alle Regierungen, die vom Volk ausgehen, das heißt, die von unten nach oben regieren, Regierungen von dem Volk, für das Volk, durch das Volk, verdammt. Sind es Republiken oder sind es Demokratien? Demokratien waren damals noch nicht so besonders etabliert, das kam erst im 20. Jahrhundert. Aber lass uns mal sagen, eben hauptsächlich Republiken. Hat der Papst eben verdammt. Weil er genau zu der Zeit, als diese Revolutionen durch Europa gingen, eben Papst wurde und hier von dem Garibaldi eben auch seiner weltlichen Macht entnommen wurde. Deswegen, unter anderem, hat Papst Pius IX. Den Syllabus der Fehler verfasst und seine dazugehörige Bulle, Quanta Cura heißt die, glaube ich, aus demselben Jahr oder ungefähr in demselben Jahr, 1864, 65, 66, irgendwann veröffentlicht. Und Tom meint immer von, der Papst hat es mit diesem Syllabus der Fehler hauptsächlich auf Amerika gemünzt. Natürlich hat er es auf Amerika gemünzt, aber er hat es vor allen Dingen, und das ist meine Meinung, da bin ich also nicht mit Tom im Einklang, er hat es vor allen Dingen gemeint eben auf diese europäischen Revolutionen, auf diese europäischen Regierungen, die ihm die Macht weggenommen haben. Dass es jetzt wieder bestimmte Bibelausleger gibt, die sagen, von hier wird dem Papsttum eine Wunde zugefügt, das ist die Wunde aus Offenbarung 13, das lasse ich jetzt mal hier in der Mitte gestellt, das ist nicht wahr, aber das kann man so sehen. Der Papst hat seine Macht mit Fallen und Aufstehen. Und das werdet ihr noch sehen, wenn ich später in Lesungen wie Ja, sollte Gott gesagt haben, wirklich diese ganzen Dinge von Anfang an aufrolle, dann wird man das verstehen, aber dazu ist jetzt hier nicht die Zeit und nicht der Platz, um das zu tun. Aber die Macht des Papsttums ist durch das Aneignen von ihm nicht gegebener Macht im Lauf der Jahrhunderte immer wieder gewachsen und gewachsen, bis es einen Höhepunkt erreicht hat und dann hat es auch mal einen Rückschlag gegeben, aber dieser Rückschlag wurde wieder weggearbeitet. An der letzten Wegarbeitung des letzten Rückschlages sind sie immer noch beschäftigt, das ist nämlich die Konterreformation, die heute immer noch gilt, um eben die Reformation ungeschehen zu machen, um das Bibellesen der Leute in ihrer eigenen Sprache ungeschehen zu machen, um das Wort Gottes wieder aus der Welt rauszunehmen, um uns zurück in die dunkle Zeit des Mittelalters zu führen. Mit neuen technischen und allen anderen Möglichkeiten, aber eben im Grunde ein dunkles Mittelalter. Und das fing im Grunde an mit diesen Revolutionen, wobei ich ja gesagt hatte, erinnert euch, wir hatten die Treffen des, es war ja kein Konzil, wie hieß das denn, dieses Treffen in Wien, dann in Chiri und in Florenz war es, glaube ich, 18, 15, 20 und 22, ja, diese verschiedene, ja, ich komme mal auf das Wort Konzil, aber es sind ja keine Konzile, hat ja nichts mit der Kirche zu tun, wo die Jesuiten eben gesagt hatten, liebe Adelsführer von den Regierungen, ihr müsst damit leben, dass wir das Volk regieren lassen, aber dafür werden wir dafür sorgen, dass eure Köpfe auf den Hälsen bleiben zumindest. Und hier ist eben so ein Fall, wie 1849 Garibaldi die republikanische Regierung in Italien eingeführt hat und neben dem Papst seine weltliche Macht über die päpstlichen Staaten entnommen hat. Das ist ein Beispiel. Und wie gesagt, meines Erachtens ist das hier in Italien passierte und auch in Deutschland und anderen Ländern um diese Zeit 1848 herum, diese Revolutionen, die dort passiert sind und dann auch noch später. Ne, wir wissen ja, Bismarck mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871, davor der Deutsch-Französische Krieg, davor
Auch verschiedene Schlachten, die geführt wurden, wo sich dann Preußen mit Österreich geschlagen hat. Und dann eben die protestantische preußische Seite die Überhand genommen hat. Deswegen ja auch hier gelesen, dass eben dafür gesorgt wird, dass ein Österreicher den Protestantismus aus Berlin heraus vernichten wird. Ne, die Aussage hatten wir ja gehabt. Das ist natürlich zukunftsgerichtet hier. Und dann passiert in der Zeit des Dritten Reiches durch Adolf Hitler. Also diese ganzen Revolutionen, die hier passiert sind, ich bin sicher, dass Tom sich da ein wenig in verfährt, weil er natürlich als Amerikaner immer eine amerikanische Sicht auf diese Dinge hat. Und R.W. Thompson ist ja auch ein amerikanischer Autor. Ne? Der war ganz hoch in der Marine. Ich vergesse immer, was sein Amt war. Jedenfalls sieht Tom das immer sehr amerikanisch und ich probiere das auf die ganze Welt zu beschauen, aber vor allen Dingen auf den Brandherd, wo der Papst selbst mittendrin sitzt, weil er sitzt ja nun mal in Europa. Der Papst ist nicht in Amerika, der Papst ist in Europa. Und von daher, wenn das vor seiner Haustüre brennt, dann wird ihn das ganz sicherlich stören, wenn diese Revolutionen direkt vor seiner Haustüre beginnen. Deswegen eben auch der Name Revolution in Europa oder Revolutionen in Europa. Und wie gesagt, dagegen ist dann die Quanta Cura und der Syllabus der Fehler des Papstes Pius des IX. Gerichtet. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Einleitung ein wenig mehr Hintergrundverständnis über diese Sache geht, weil der Autor kann hier nicht überall so tief in die Hintergründe mit eingehen. Jedenfalls fährt er fort und sagt, das klingt zwar recht annehmbar, die Kirchengeschichte zeigt indessen, dass weder die Päpste noch irgendwelche Kirchenfürsten ihre geistliche Gewalt jemals ohne Hilfe eines weltlichen Regiments, das heißt der staatlichen Gewalt, durchsetzen konnten und können. Das kann jeder, der die Kirchengeschichte aufmerksam studiert, erkennen. Man braucht dabei noch nicht so weit zu gehen wie Friedrich der Große, der seine Studien folgendermaßen zusammenfasste. Zitat: Die Kirchengeschichte offenbart sich uns als ein Werk der Staatskunst, des Ehrgeizes und des Eigennutzes der Priester. Statt etwas Göttliches darin zu finden, trifft man nur auf lästerlichen Missbrauch mit dem höchsten Wesen. Ehrwürdige Betrüger benutzen Gott als Schleier zur Verhüllung ihrer verbrecherischen Leidenschaften. Ende Zitat. Dazu gibt es eine Fußnote. Das kommt nämlich aus der Vorrede zum Auszug aus Fleurys Kirchengeschichte von 1766. Die Werke Friedrichs des Großen erschienen 1913. Und die Fußnote fährt fort und sagt, Maximilian Harden meinte zwar, es sei ein, Zitat, ein Glück für alle Kämpfer gegen Rom, dass es Preußens größter König war, der wieder tout ce frauduleux pontifier, alle diese betrügerischen Priester, gewettert hat. Kein staatlich bestellter Korrektor wird dieses Aufbäumen der Wahrheit gegen die pompöse Lüge auszutilgen vermögen. Das mochte in der Monarchie so sein. In der Republik ist das zur größten Freude der frauduleux pontif anders geworden, also der betrügerischen Priester. Man hat heute nicht nur dieses Aufbäumen der Wahrheit gegen die pompöse Lüge ausgetilgt, sondern sogar den Staat Preußen und versucht außerdem das Andenken von Preußens größtem König auszutilgen. Pro pudor. Man hat heute nicht nur dieses Aufbäumen der Wahrheit gegen die pompöse Lüge ausgetilgt, sondern sogar den Staat Preußen ausgetilgt. Preußen gibt es so nicht mehr. Ja, wenn jetzt einige sagen von, nö, Preußen ist nie untergegangen und so und so und andersrum. Wir müssen uns damit abfinden, dass es Preußen nicht mehr gibt. Es besteht vielleicht noch auf dem Papier, aber ein Papiertiger kann auch nicht beißen. Und das ist mit Preußen leider nicht anders. Und das ist, was der Autor hier 1965 sagt und das ist heute in 2024 immer noch. Genauso. Man hat heute nicht nur dieses Aufbäumen der Wahrheit gegen die pompöse Lüge ausgetilgt, na, das kann man doch sicher, ganz sicher sagen, im Jahre 2024, in dem wir heute leben, ne, leben, das Aufbäumen der Wahrheit gegen die
betrügerischen Priester, das hat man ausgetilgt, ja, weil die pompösen Lügen regieren weiter. Man hat sogar den Staat Preußen ausgetilgt und versucht außerdem das Andenken von Preußens größtem König auszutilgen. Natürlich, weil wenn die Leute sich da nicht mehr dran erinnern, dann haben sie ja keinen Halt fast mehr, keinen Halt mehr in der Geschichte, die sie kennen. Ganz interessante kleine Fußnote eigentlich. Aber der Autor fährt weiter und sagt, für manche Ohren wird dieses Urteil des Königs zu hart klingen. Goethe hat sie etwas milder ausgedrückt. Er wollte mit der Kirchengeschichte nichts zu schaffen haben, denn, so sagte er, ich sehe weiter nichts als Pfaffen. Und es ist die ganze Kirchengeschichte Mischmasch von Irrtum und von Gewalt. Den Irrtum zu diesem Mischmasch lieferten die Dogmen und theologischen Streitereien. Die Gewalt steuerte das weltliche Regiment bei, sei es nun direkt wie im Kirchenstaat, sei es indirekt durch die vom Klerus gelenkten christlichen, sprich katholischen Staaten. Daher schrieb Friedrich der Große am 24. März 1767 an Voltaire, der übrigens ein Jesuit war, Zitat, die Macht der Geistlichkeit gründet sich auf die Meinung und Leichtgläubigkeit der Völker. Man kläre die Letzteren auf und der Zauber hat ein Ende. Ende Zitat. Da hat Friedrich der Große weise Worte gesprochen. Die Macht der Geistlichkeit gründet sich auf die Meinung und Leichtgläubigkeit der Völker. Ich füge hinzu die Ignoranz der Völker. Ja? Weil die Völker eben, ja, ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Geistlichkeit gründet ihre Macht darauf, dass die Menschen sich nicht kümmern, dass die Menschen sich nicht interessieren und dass sie, wenn sie sich für irgendetwas interessieren, sie der Leichtgläubigkeit, dem Aberglauben hinterherlaufen. Geht doch heute mal auf die Straße und fragt die Leute, glaubst du, die Mondlandung hat stattgefunden? Glaubst du, dieses SpaceX fliegt da wirklich irgendwo rum? Glaubst du, diese Raumstation ISS fliegt da irgendwo rum? Glaubst du an die Evolutionstheorie oder glaubst du an die Evolution? Lass das Wort Theorie mal weg. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann merkt man, dass dieser Satz von Friedrich dem Großen 1767 an Voltaire heute leider noch genauso eine Gültigkeit hat wie damals. Die Macht der Geistlichkeit, also der Kirche, gründet sich auf die Meinung und Leichtgläubigkeit und die Ignoranz der Völker. Man kläre die Letzteren auf und der Zauber hat ein Ende. Das ist genau für die Aussage, die wir vor einigen Seiten gelesen hatten, nach dem Motto von, wir würden die Jesuiten gar nicht rausschmeißen brauchen, wir könnten sie rauslachen. Wenn wir denn in unseren Schulen die Bibel den Kindern in die Hand drücken und den Kindern die Bibel beibringen. Weil wenn sie dann aus der Schule kommen, dann wissen sie ganz genau, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie mit Jesuiten zu tun haben, und dann lachen sie die einfach weg. Und dann haben die Jesuiten keine Macht. Weil die Jesuiten haben ja nur deswegen Macht, die römisch-katholische Kirche hat ja nur deswegen Macht, weil wir eben an ihren Aberglauben glauben. Weil wir eben leichtgläubig sind, weil wir in der Schule zu dieser Leichtgläubigkeit erzogen werden. Und nicht hinterfragen, bitte. Ja? Man kläre die Letzteren auf und der Zauber hat ein Ende. Friedrich der Große hat hier sehr weise Worte gesprochen. Diese Aufklärung war in der Mitte des 19. Jahrhunderts schon so weit vorangeschritten, dass die Revolutionsregierungen die überholten Ansprüche des Papstes und der Kirche nicht mehr zu berücksichtigen hatten. Der bereits genannte jüdische Schriftsteller Disraeli, der ja auch Premierminister in England war, dieser Disraeli behauptete in seinem im Jahre 1852 erschienenen Roman »The Life of Lord George Brandling«, dass in jenen Regierungen an der Spitze überall Männer der jüdischen Rasse stehen. Das war allerdings übertrieben, nennt der Autor das hier. Ich habe euch ja letztes Mal, als es darum ging, ganz klar gesagt, was ich davon halte. Der Autor sagt jetzt, das war übertrieben. Wenn dies aber auch nur teilweise zutraf, so war eine solche übermäßige Einflussnahme der Juden dem Vatikan unerwünscht.
Die Jesuiten wussten sehr wohl, wie unwirklich und unwirksam die geistliche Gewalt ist, wenn ihr nicht durch die weltliche Gewalt Nachdruck verliehen wird. Die Regierung der Zweiten Französischen Republik hätte kaum ein Heer aufgestellt, um, wie Ludwig XVIII. Im Jahr 1820 die Revolution in Spanien, im Jahre 1849 die Revolution in Rom niederzuschlagen. Aber man hatte vorgesorgt. Man hatte in Louis-Napoléon Bonaparte, dem späteren Kaiser Napoleon III., einen Mann gefunden, der bereit war, im Fall seiner Wahl zum französischen Präsidenten ein solches Heer zur Rückführung des Papstes nach Rom zu entsenden. Sein Name und seine Eigenschaft als Neffe des großen Napoleon belebte das Nationalgefühl der Franzosen, der Klerus propagierte seine Kandidatur, und so wurde er am 10. Dezember 1848 zum Präsidenten der Zweiten Französischen Republik gewählt. So, und jetzt nochmal ein ganz kleiner Kommentar von mir. Man hatte vorgesorgt. Man hatte in Louis-Napoleon Bonaparte einen Mann gefunden, der bereit war, im Fall seiner Wahl zum französischen Präsidenten ein solches Heer zur Rückführung des Papstes nach Rom zu entsenden. Ich habe euch schon öfter mal vorgelesen aus dem Buch Days of Our Years. Ich muss jetzt mal kurz hier meine Bilder öffnen und ich weiß, dass ich es da drin habe, deswegen dauert das nicht lange, das zu finden. Days of Our Years, JPEG, okay, das ist jetzt Bild vom das ist das Bild vom hier, Seite 465, das ist das, was ich jetzt suchte. Gebt mir mal eine kurze Sekunde, da muss ich das mal eben suchen. Ich hatte euch ja gesagt, dass das ist ein anderes Buch. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade miss. Days of Our Years ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Franz von Papen. Da steht das Zitat Franz von Papen aus dem Völkischen Beobachter. Das Dritte Reich ist die erste Kraft oder die erste Macht, welche nicht nur die Macht des Vatikan erkennt, aber auch eben die hohen Prinzipien des Papsttums in die Praxis umsetzt. Das ist das Zitat, was ich hier aus diesem Buch habe, ganz wichtig, aber da wollten wir jetzt gar nicht von sprechen. Nein, es gibt ein anderes Buch, das habe ich jetzt nicht hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen, das liegt in meinem Schrank. Da geht es um, ja, ich mach mal kurze Pause, ich hole das Buch mal eben, eine Sekunde mal. So, Entschuldigung für dieses kleine Durcheinander. Also das Buch heißt The Catholics and German Unity, also die Katholiken und deutsche Einheit. Das Buch, das ich hier habe, ist eine Originalausgabe aus dem Jahre... Oh, warte mal, wann ist denn das Buch gedruckt hier? Wo steht denn das? 1954. Und der ganze Titel lautet also die Katholiken und die deutsche Einheit zwischen 1866 und 1871, also das, was im Grunde der Gründung des Deutschen Reiches 1871 vorausging. Ja, das ist von George G. Wendell geschrieben. Und hier steht auf Seite 194, ich lese es mal kurz eben in Englisch vor und dann werde ich probieren, euch das ins Deutsche aus dem Stegreif zu übersetzen, weil das Buch gibt es meines Erachtens nicht als PDF. The defeat of Austria had enormously increased the danger that the Italian government might forcibly occupy Rome, particularly since the scheduled departure of French troops in December 1866 would leave it practically undefended. Also, wir hatten hier jetzt gerade in dem Buch gelesen, dass der Napoleon, Kaiser Napoleon III., also nicht der vom Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern der dritte, der Regierende der Zweiten Französischen Republik, ja, er war bereit, im Fall seiner Wahl zum französischen Präsidenten ein solches Heer zur Rückführung des Papstes nach Rom zu entsenden, also mit anderen Worten, französische Truppen zum Schutz nach Rom zu entsenden. Und hier in diesem Buch haben wir jetzt gerade auf dieser Seite 194 gelesen, das Besiegen von Österreich hatte enorm die Gefahr erhöht, dass die italienische Regierung
eventuell Rom mit Gewalt besetzen würde, besonders seit dem vorbereiteten Abzug von französischen Truppen im Dezember 1866, weil das dann eben Rom praktisch verteidigungslos, also nicht verteidigungslos, wehrlos dastehen lassen würde. Ne? Das war also eine Folge dass eben Bismarck Österreich besiegt hat, was eben wichtig war, um die katholische Opposition zu beseitigen und um das Deutsche Reich zu gründen. Und dann nochmal, das Besiegen von Österreich hatte enorm die Gefahr erhöht, dass die italienische Regierung eventuell mit Macht oder mit Gewalt Rom besetzen würde, ganz besonders im Hinblick darauf, dass der Abzug der französischen Truppen 1866 bereits geplant war, was Rom dann eben wehrlos dastehen lassen würde. Ich hatte früher die Meinung, dass dieses 1866 das Ende der 1260 Jahre des Antichristen wäre, da wir 606 haben, wo Kaiser Phokas dem römischen Papst die geistige Macht über die Ost- und die Westkirche erteilt hat. Aber da bin auch ich einem Irrtum aufgesessen, das gebe ich auch offen zu, da habe ich kein Problem mit. Meine kommenden Studien in der Zukunft, in der Lesung oder in der Studie, ja, sollte Gott gesagt haben, werden das auch nochmal ganz deutlich machen. Aber interessant ist eben, dass wenn man solche Dinge wie dieses aus dem Die Katholiken und die Deutsche Einheit Buch kennt, solche Zitate kennt, dann versteht man das, was hier der Autor schreibt, nochmal viel besser. Deswegen hatte man eben in Louis Napoleon einen Mann zur Macht gemacht. Ich meine, das war eine französische Republik. Der war vielleicht Kaiser in Frankreich oder wie auch immer, Kaiser Napoleon III., aber er war eben auch zum französischen Präsidenten gewählt worden. So, und ein Präsident ist ja etwas, was eigentlich an der Spitze eines Staates steht, wenn die Macht vom Volke ausgeht, wie wir das heute in Demokratien ja gewohnt sind, dass es so sein sollte. Ist natürlich nicht so, da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren. Aber nach außen ist es ja so, dass eine Demokratie, eine Regierung von dem Volk, durch das Volk, für das Volk ist. Ja? Der kleine Mann hat die Macht. Und das geht bei dem Papst natürlich gar nicht. Da stößt da ganz sauer auf. Der Papst ist eben ein ultramontaner Herrscher und er ist derjenige, der herrschen darf und sonst keiner. Und die Macht kommt immer von oben nach unten und nicht sicher nicht von unten nach oben. Und hier hatte man eben vorgesorgt. Wer hatte denn hier vorgesorgt, dass Louis Napoleon Bonaparte, der spätere Kaiser Napoleon III., zum französischen Präsidenten gewählt wurde? Wer hat denn dafür vorgesorgt, denn hier? Ne? Das sind doch immer die dunklen Mächte im Hintergrund. Wir sprechen doch immer über dieselben Organisationen. Man hatte in Louis Napoleon Bonaparte vorgesorgt. Ja, wer ist denn Mann? Und wenn ihr meine Lesung verfolgt, dann wisst ihr, wer hier mit Mann gemeint ist. Auch nicht unwichtig. Jedenfalls steht hier weiterhin: Sein Name und seine Eigenschaft als Neffe des großen Napoleon belebte das Nationalgefühl der Franzosen. Der Klerus propagierte seine Kandidatur und so wurde er am 10. Dezember 1848 zum Präsidenten der Zweiten Französischen Republik gewählt. Und hat dann eben beschützende Truppen nach Rom ausgeschickt, um eben den Papst zu schützen. Der ja hier, wie wir gerade auf der Seite davor gelesen hatten, von Garibaldi 1849 seiner weltlichen Macht beraubt wurde. Ne? So geht das Spiel. Diese Wahl, fährt der Autor fort, war eine folgenschwere Fehlentscheidung, wie so oft bei solchen Wahlen. Aber derartige Fehlentscheidungen lassen sich später nur durch einen Krieg berichtigen. Wobei ich jetzt mal behaupte, den Krieg hat man von Anfang an gewollt, deswegen macht man diese Fehlentscheidung. Der römische Dichter Horaz in seinem Epistulae schreibt hier, und ich erspare euch jetzt das Latein probieren zu lesen: Das wahnwitzige Beginnen der Fürsten müssen die Völker büßen. Das wahnwitzige Beginnen der Fürsten müssen die Völker büßen.
das wahnwitzige Beginnen oder Handeln, kann man auch sagen, um es noch besser zu verstehen. Die Franzosen büßten diese Wahlen Louis Napoleon mit dem Krieg 1870-71, von dem ich ja gerade gesprochen hatte. Obgleich Louis Napoleon Freimaurer und Carbonari war, arbeitete er jetzt mit dem Klerus und den Jesuiten zusammen, die ihm im Jahre 1852 zum Kaiserthron in Frankreich verhalfen. Als Präsident der Französischen Republik entsandte er sofort ein französisches Heer nach Rom, was ich jetzt gerade aus dem Katholiken und Deutsche Einheit euch vorgelesen habe. Die sich unter Garibaldis Führung dort tapfer verteidigenden römischen Republikaner unterlagen der französischen Übermacht und der geflohene Papst Pius IX. Kehrte nach Rom zurück. Die skandalöse Wirtschaft der Jesuiten konnte fortgesetzt werden, denn, so schrieb der Kirchenhistoriker Friedrich Nippold, kein Papst ist so den Wünschen der Jesuiten entgegengekommen wie der bußfertige Pius IX. Ende Zitat. Nun, ich weiß nicht mehr, was genau mit dem Pius IX. Passiert war. Ich weiß nur, dass er ganz zu Anfang seines Pontifikats gar nicht so auf die Jesuiten erpicht war. Aber dann muss etwas passiert sein, und ich habe es mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, was es ist. Dann muss etwas passiert sein, was ihn hat umkehren lassen. Ich glaube, sie haben versucht, ihn zu ermorden, um zu zeigen, also zu vergiften, ne, um zu zeigen, wer hier wirklich die Macht hat. Ne? Du Papst oder wir Jesuiten, was glaubst du, wer hier wirklich das Zepter schwingt? Jedenfalls ist danach der Papst, und das ist, was der Kirchenhistoriker Nippold sagt, in seinen vorsichtigen Worten, ist kein Papst so den Wünschen der Jesuiten entgegengekommen wie der bußfertige Pius IX. Gebüßt hat er seine Aktion gegen die Jesuiten damit, dass er also des Lebens bedroht wurde, also sein Leben bedroht wurde und dann einen kleinen beigegeben hat, und seitdem war er Knete in den Händen der Jesuiten und hat alles gemacht, was sie tun und sagen. Der Syllabus der Fehler, der kommt nicht von ihm. Der ist zwar von ihm ausgesprochen und vorgelesen, aber das ist Jesuitenwerk. Quanta Cura ist Jesuitenwerk. Ja? Die meisten, wenn nicht alle päpstlichen Enzykliken, gerade in der Hinsicht, sind Jesuitenwerk. Also da müsst ihr euch nicht irgendwie der Täuschung hingeben von, das hat der Papst vielleicht geschrieben oder sowas. Nee, das ist pure Jesuitenarbeit. Aber wenn der Papst das dann verkündet, dann ist genau das passiert, was ich gesagt habe, was natürlich das Motto der Jesuiten ist. Und das Motto der Jesuiten ist, die Kirche beherrscht das Volk, der Papst beherrscht die Kirche und die Jesuiten beherrschen den Papst. Also wer beherrscht das Volk? Der französische Kultusminister de Falloux hat in einem Schreiben vom 7. August 1849 zugegeben, dass diese Wiederherstellung der Papstherrschaft von vornherein fest beschlossene Sache gewesen ist, als man Louis Napoleon zum Präsidenten wählen ließ. Na also, es stand schon vorher fest, weil der Napoleon ganz klar gesagt hat, natürlich mache ich das, natürlich gehorche ich euch und ich werde dafür sorgen, dass der Papst wieder seine Macht in Rom bekommt. Als die enttäuschten französischen Republikaner gegen die erneute Herrschaft des Klerus und die erneute Herrschaft der Jesuiten in Frankreich vorzugehen beabsichtigten, machte Louis Napoleon der Republik mit dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 ein blutiges und unrühmliches Ende. Genau ein Jahr später wurde er wieder mit Hilfe der klerikalen Propaganda zum Kaiser der Franzosen gewählt, also Präsident Napoleon ist vorbei, jetzt ist es Kaiser. Das Schlagwort, die Religion ist in Gefahr und die Lüge Napoleons, l'Empire, c'est la paix. Also das Imperium, das ist das Land, das ist der, c'est la paix, oh Mensch, warte mal. Also die Übersetzung von l'Empire, c'est la paix ist, das Reich ist Frieden, ja. Mit anderen Worten, das Reich hat man, wenn er Kaiser ist, das hat man nicht, wenn er Präsident ist. Ja? Deswegen sagt er, das Reich ist Frieden, macht mich zum Kaiser und dann herrscht Frieden. Ja? Die Religion ist in Gefahr und
L'Empire c'est la paix, das Reich ist Frieden, die Lüge Napoleons des Dritten. Das Kaiserreich bedeutet den Frieden, wirkten in dieser genannten gespannten politischen Lage. Der zeitgenössische Schriftsteller St. John hat diese Propaganda geschildert. Er schrieb, Zitat, die Priester und die religiösen Orden zerstreuten sich geräuschlos, gleich einer dunklen Wolke über das Land, nährten den Aberglauben des Volkes und verbreiteten den Glauben, dass die Religion in Gefahr wäre. Also der Aberglauben. Es schien Louis Napoleon, dass es ihm, ohne selbst religiös zu sein, durch den Schein der Achtung für die Kirche möglich sein werde, sich die Mitwirkung der Geistlichkeit zu sichern. Und daher wurde er, wie man sagt, ein Glied der Gesellschaft Jesu, welche, obgleich dem Bourbonen ergeben, dem Bonaparten sich nicht widersetzen würde, vorausgesetzt, dass sie durch dieselben den Glanz und die Macht ihres Ordens erhöhen könnte. Ende Zitat. Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Diese Rechnung ging auf. Der Bischof von Chartres, der ultrakatholische Montalembert und der jesuitische Reaktionär de Falloux taten sich besonders dabei hervor. Sie mahnten ihre Gläubigen, bei ihrer Seelenseligkeit für Louis Napoleon zu stimmen. Das kaiserliche Frankreich wurde jetzt die Hochburg des Jesuitismus, wie es de Maistre im Jahre 1819 vorausgesagt hatte. Von diesen unter Beihilfe des Klerus herbeigeführten Volksabstimmungen hat der amerikanische Universitätsprofessor Charles Kendall Adams in einem heute noch lesenswerten Buche geschrieben, Zitat, es bedarf jetzt nur der einfachen Darlegung der Tatsachen, um darzutun, dass das Wahlverfahren unter dem Zweiten Kaiserreich nicht geringeres war als ein riesiger Schwindel. Es war ein handgreiflicher Betrug, der, wenn er nicht solche ernsten Folgen gehabt hätte, in derselben Proportion ein Gegenstand des Gelächters geworden. Das durch die Abstimmung unter dem Zweiten Kaiserreich erzielte Resultat vertrat nicht um ein Haar mehr die Wünsche des französischen Volkes, als es der Fall gewesen wäre, wenn man dieses unter militärische Bedeckung zur Wahlurne geführt und mit der Bajonettspitze gezwungen hätte, dem Geheiß des Kaisers gemäß abzustimmen. Man kann nur ironisch das eine Wahl nennen, was das Volk auffordert zu einer Handlung, die bereits mit Hilfe der Militärmacht begangen worden ist, ja oder nein zu sagen. Ende Zitat. Ja, wenn ihr gerne wissen wollt, aus welchem auch heute noch interessanten Buch, wie der Autor meint, das kommt, das ist in Demokratie und Monarchie in Frankreich. Eine autorische deutsche Übersetzung von Stuttgart 1875 von C.H.K. Adams. Ne? Der hat den Namen ja gerade ausgesprochen hier. Charles Kendall Adams. Ich möchte das Zitat noch einmal lesen, weil da es eine Möglichkeit gibt, noch mal einen kleinen Kommentar zu geben. Also, es bedarf jetzt nur der einfachen Darlegung der Tatsachen, um dazu tun, dass das Wahlverfahren unter dem Zweiten Kaiserreich nichts Geringeres war als ein riesiger Schwindel. Was sind denn alle Wahlen heute in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland oder in anderen sogenannten Demokratien? Ja? Dieses Wahlverfahren, diese Wahlen hier, sind doch auch alle nur ein riesiger Schwindel. Er fährt fort und sagt, es war ein handgreiflicher Betrug, der, wenn er nicht solche ernsten Folgen gehabt hätte, in derselben Proportion ein Gegenstand des Gelächters geworden wäre. Wie war das noch mit, die Jesuiten würden herausgelacht werden, anstatt sie rauszuschmeißen? Das ist genau die Kerbe, in die der Adams hier hackt. Ja? Es war ein handgreiflicher Betrug, der, wenn er nicht solche ernsten Folgen gehabt hätte, also es war ein handgreiflicher Betrug, der in denselben Proportionen ein Gegenstand des Gelächters geworden wäre. Also dieser Betrug wäre von vornherein weggelacht worden. Wenn man nicht solche ernsten Folgen gehabt hätte
Und wenn das Volk die richtige Erziehung gehabt haben würde, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und das ist das, was wir vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Sendungen besprochen haben, dass die Jesuiten rausgelacht werden würden, wenn wir Schulen hätten, in denen wir unsere Kinder tagtäglich im Evangelium unterrichten. Wenn unsere Kinder die Bibel lesen würden, studieren würden und kennen würden und in die Praxis umsetzen würden, dann würden wir die Jesuiten raus und weglachen. Und genau so würde man diesen handgreiflichen Betrug damals, der dazu geführt hat, dass der Napoleon Kaiser wurde, genauso hätte man das damals weggelacht. Das ist mein Punkt, den ich gerne machen. Man kann nur ironisch das eine Wahl nennen, was das Volk auffordert zu einer Handlung, die bereits mit Hilfe der Militärmacht begangen worden ist, ja oder nein zu sagen. Schaut, ich lebe hier in Belgien, in einem Land, in einer sogenannten Demokratie, wo ich verpflichtet bin, zur Wahl zu gehen. Was ist denn das? Ne? Der Autor sagt hier, das durch die Abstimmung unter dem Zweiten Kaiserreich erzielte Resultat vertrat nicht um ein Haar mehr die Wünsche des französischen Volkes, als es der Fall gewesen wäre, wenn man dieses unter militärischer Bedeckung zur Wahlurne geführt und mit der Bajonettspitze gezwungen hätte, dem Geheiß des Kaisers gemäß abzustimmen. Hier werden wir auch in Belgien nicht mit der Bajonettspitze, aber mit Geldbußen bedroht, zum Beispiel, wenn wir nicht zur Wahl gehen. Ja? Dass wir ja das machen, was die hohen Herren, ja, was die Regierenden doch auch bitteschön von uns wollen. Dass wir ja nicht darauf auf die Idee kommen, mal selber zu denken und sagen von, an diesem Theater mache ich nicht mit. Deswegen war ich dieses Jahr nicht zu den Wahlen gegangen. Wenn ich da eine Geldbuße von bekomme, bitte, ist das so. Ich glaube, ich würde noch nie in meinem Leben eine Buße mit so viel Spaß bezahlt haben, wie wenn ich davon eine bekäme. Ob ich eine bekomme, weiß ich nicht. Bis jetzt noch nicht. Heute haben wir den 18.07. und die Wahlen sind jetzt schon, glaube ich, über einen Monat her. Ne? War was? 9. Juni oder sowas. Ne? Hab noch nichts davon gehört. Aber was der Autor hier sagt, also besser gesagt, was der Charles Kendall Adams hier sagt in seinem heute noch lesenswerten Buche, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen frage ich euch immer, lest bitte mit. Dann versteht ihr das noch besser. Ich bringe das Zitat jetzt nochmal. Es bedarf jetzt nur der einfachen Darlegung der Tatsachen, um darzutun, dass das Wahlverfahren unter dem Zweiten Kaiserreich nichts Geringeres war als ein riesiger Schwindel. Das Zweite Kaiserreich, wo also Napoleon der dritte Kaiser war, also wie gesagt, Präsident war und dann eben zum Kaiser gewählt wurde. Es war ein handgreiflicher Betrug, der, wenn er nicht solche ernsten Folgen gehabt hätte, in derselben Proportion ein Gegenstand des Gelächters geworden wäre. Das durch die Abstimmung unter dem Zweiten Kaiserreich erzielte Resultat vertrat nicht um ein Haar mehr die Wünsche des französischen Volkes, als es der Fall gewesen wäre, wenn man dieses unter militärischer Bedeckung zur Wahlurne geführt und mit der Bajonettspitze gezwungen hätte, dem Geheiß des Kaisers gemäß abzustimmen. Man kann nur ironisch das eine Wahl nennen, was das Volk auffordert zu einer Handlung, die bereits mit Hilfe der Militärmacht begangen worden ist, ja oder nein zu sagen. Ende Zitat. Auf diese Weise hatte sich Louis Napoleon den Staatsstreich nachträglich legalisieren lassen. Eine kleine Hausaufgabe mal eben. Es gibt einige Beispiele in dieser Welt im 20., ich glaube auch im 21. Jahrhundert, wo es Länder gab, wo Revolutionen durchgeführt wurden und wo dann der neue Herrscher hinterher seine Herrschaft mit Wahlen legitimieren hat lassen. Ich glaube, das ist hauptsächlich in Afrika, in einigen Staaten oder so vorgekommen. Könnt ihr ja mal gerne raussuchen und mich dann in den Kommentaren wissen lassen. Ja? Aber das ist ein Punkt, das sehen wir hier dann schon bereits im 19. Jahrhundert in Frankreich. Auf diese Weise hatte sich Louis Napoleon den Staatsstreich nachträglich legalisieren lassen. Ich mache erstmal so einen Staat. In Iran war das doch auch so, ne? Dieser Revolutionsführer Khomeini, der da 78 den Schah gestürzt hat oder was. Danach wurde da gewählt und er war immer noch der Führer, ne? Diesmal dann legitimiert, nicht wahr? Zumindest in seinem eigenen Land. Ob er jetzt auch eine de jure Regierung in Sichten des Papstes ist, das lasse ich noch mal in andere, das lasse ich noch immer dahingestellt sein.
Aber das ist doch ganz, ganz interessant, ne? Man macht eine solche Revolution blutlos, ne? Man lässt sich eben legalisieren. Und in gleicher Weise vollzogen sich die Abstimmungen für die Errichtung des Kaiserreichs, verdaute fort. Aber heute vollziehen sich die Wahlen in den autoritären Staaten in gleicher Weise. Ob diese sich nun als Hierarchien, Monarchien oder Demokratien bezeichnen, ist völlig gleichgültig. Die kirchliche Lehre des Thomas von Aquin ist in allen diesen Fällen die letzte und christliche Begründung, also katholische, auch wenn dies den Regierenden nicht immer bewusst sein mag. Leopold von Ranke hat zu diesen Ereignissen in Frankreich geschrieben, Zitat: Der Klerus ergriff die starke Hand, durch welche seine eben gewonnene Stellung gegen die bei der Fortdauer einer republikanischen Verfassung zu befürchtende umstürzende Bewegung gesichert wurde. Er schlug es dem Fürsten, also Napoleon dem Dritten, der noch Präsident war, hoch an, dass er durch seinen Einfluss und seine Waffen zur Wiederherstellung des Papstes in Rom hauptsächlich beitrug. Die kirchlich-katholische Haltung, die der neue Machthaber bei seinen Reisen an den Tag legte, erweckte eine allgemeine Befriedigung. Er redete, so sagten sie, wie Konstantin. In diesem Sinne ward er von der Geistlichkeit empfangen. Das ist ein ganz interessanter Satz. Er redete, so sagten sie, wie Konstantin. Warum ist das ein interessanter Satz? Weil ich im Augenblick ein Buch lese, The Oration of Constantine. Da geht es um das Adressat, das der Kaiser Konstantin im Konzil von Nicea 325 nach Christus an die Heiligen gerichtet hat, also an die kirchlichen Vertreter in diesem Konzil. Ja? Was die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, ist, dass dieses sogenannte Konzil von Nicea, das ja als das erste der römisch-katholischen Kirche gilt und als eins der wichtigsten, dass das gar nicht von der Kirche einberufen wurde, sondern von einem Kaiser, einem heidnischen Kaiser. Ja. Geschichte kann unglaublich interessant sein, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt. Und dieser Kaiser hat auf diesem Konzil den Heiligen, also den Kirchenvertretern, zugesprochen. Er hat ihnen nicht nur zugesprochen, er hat den Kirchenvertretern gesagt, welchen Gott sie anzubeten haben. Er hat ihnen gesagt, dass Jesus Christus von der gleichen Konsistenz ist wie der Vater im Himmel. Dass Jesus Gott ist und so weiter und so weiter. Die Trinitätslehre wurde in der Basis festgelegt für die Kirche, römisch-katholische Kirche, auf dem Konzil von Nicäa. Und deswegen hat so ein Satz, wenn der Autor hier sagt, er redete, so sagten sie wie Konstantin in diesem Sinne, ward er von der Geistlichkeit empfangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss wissen, wie hat Konstantin hier geredet? Was hat er denn gesagt? Und zu wem hat er denn gesprochen? Und wie hat denn die, zwischen Anführungszeichen, Geistlichkeit, wie hat denn die kirchliche Hierarchie, wie haben denn die Kirchenvertreter das, was Konstantin, der heidnische Kaiser, gesagt hat, empfangen? Wenn man das weiß, dann hat dieser Satz eine viel tiefere Bedeutung, den ich hier aber ebenso nebenbei sonst einfach nur gelesen hätte. Also, er redete, wir sprechen hier von dem Napoleon, den Dritten, ne? Er redete, so sagten sie, wie Konstantin. War ja auch ein Kaiser, ne? In diesem Sinne ward er von der Geistlichkeit empfangen. Die kirchliche Partei glaubte selbst den Akt des 2. Dezember, also des Staatsstreichs, vorbereitet zu haben. Sie half denselben durch das einstimmige Votum ihrer Anhänger zu legalisieren. Die Bischöfe schlossen sich dem neuen Kaisertum an, welches in ihrem populären Ansehen und Einfluss eine seiner Stützen sah und dem kirchlichen Interesse wiederum verpflichtet war. Man sah Kardinäle im Senat des Reichs. Die kirchlichen Bedürfnisse wurden bis auf die Dorfkirchen herab im Budget berücksichtigt. Die Ernennung zu den bischöflichen Sitzen erfolgte nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hofe. Tja. Das lesen wir in dem Werk von Leopold von Ranke, Die römischen Päpste, von 1938, dritter Buch, Entschuldigung, dritter Band, neuntes Buch. Sehr interessante Aussage, ne? Sehr interessante Aussage. Hier machen sie es noch öffentlich, in Frankreich, hier im 19. Jahrhundert. Heutzutage machen sie das verborgen und ihr seht es nicht mehr. Man sah Kardinäle im Senat des Reiches. Man sieht heute auch Kardinäle
durch die Legislative, Exekutive, durch den Bundestag oder irgendwas laufen. Denkt sich nur keiner was bei. Ja? Die kirchlichen Bedürfnisse wurden bis auf die Dorfkirchen herab im Budget berücksichtigt. Das ist heute auch so. Es wird euch noch nicht mehr gesagt. Die Ernennungen zu den bischöflichen Sitzen erfolgten nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hofe. Also, die Ernennung zu den bischöflichen Sitzen, die hier durch den Staat gemacht wird, aber sie wird nur gemacht, wenn man Rücksprache, Rückendeckung, Erlaubnis sich beim römischen Hofe holt. Das Letztere bedeutete übrigens den Verzicht auf die gallikanischen Grundsätze, die in der Unabhängigkeit der französischen Kirche von Rom gipfelten. Das ist jetzt hier so ein kleiner Nebensatz, den viele jetzt vielleicht nicht verstehen. Ich habe das früher schon immer wieder angeholt und vorgetragen. Die römisch-katholische Kirche in Frankreich war eine andere als die römisch-katholische Kirche zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland. Weil man in Frankreich der römisch-katholischen Kirche die weltliche Macht immer entsagt hatte. Man hat das nicht akzeptiert. Man hat nicht akzeptiert, dass der Papst die beiden Schlüssel hat, den goldenen und den silbernen. Den silbernen wollten sie nicht geben. Deswegen hat es immer so viele Revolutionen und Kämpfe in Frankreich gegeben. Das muss man natürlich wissen. Die gallikanischen Grundsätze liegen in der Unabhängigkeit der französischen Kirche von Rom. Also die französische Kirche in Rom, die französische Kirche, die römisch-katholische Kirche in Frankreich, ist eine andere als die römisch-katholische Kirche in Rom selber. Deswegen, das waren diese sogenannten gallikanischen Grundsätze. Da könnt ihr euch selbst ein wenig mit beschäftigen, aber das geht eben darum, dass man eben das weltliche Suprimat des Papstes nicht anerkannt hat. Die Franzosen haben immer ihre Kaiser oder Könige drüber gehabt. Ne? Die ganzen Louis den 14. und so weiter zum Beispiel. Ne? Und den haben sie als Regierenden des Volkes erkannt und nicht den Papst in Rom. Also war die gallikanische Kirche, also Gallien, besser gesagt, Gallien ist ja der Urname von Frankreich, ne? Gaul, wie es im Englischen heißt, G-A-U-L, zur Zeit Julius Caesar und so weiter. Ne? Wenn ihr die Asterix-Hefte lest, dann wird ja auch nicht von Frankreich gesprochen, sondern von Gallien. Ne? Da kommt das eben her. Nicht, dass ihr jetzt wegen Asterix lesen müsst, aber das ist mal ein interessanter Punkt, wo eben solche Dinge auch vorkommen. Und wir sehen jetzt hier halt, man sah Kardinäle im Senat des Reichs, die kirchlichen Bedürfnisse wurden bis auf die Dorfkirchen herab im Budget berücksichtigt. Die Ernennungen zu den bischöflichen Sitzen erfolgte nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hofe. Das heißt, er wurde, oder die Bischöfe wurden ernannt durch den Staat, aber mit Rücksprache mit dem römischen Hof. Aber dieses eigenmächtige Handeln des Staates, der gallikanischen, der französischen Kirche, ohne erstmal jetzt Rom damit einzubeziehen, das ist eben das, was die gallikanischen Grundsätze sind. Also, das Letztere bedeutete den Verzicht auf die gallikanischen Grundsätze. Denn sie haben es ja hier mit Rom abgesprochen. Vorher haben sie gesagt, nee, wir machen das unter uns. Die gallikanischen Grundsätze gipfelten in der Unabhängigkeit der französischen Kirche von Rom. Hier kriecht die französische römische Kirche Rom wieder zu Kreuze. Nochmal, die Ernennungen zu den bischöflichen Sitzen erfolgten nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hofe. Hier verzichtet man also auf die gallikanischen Grundsätze, die Unabhängigkeit der französischen katholischen Kirche von der römisch-katholischen Kirche. Und warum ist das so wichtig? Weil wir in Amerika genau dasselbe haben, und da habe ich in Herrscher des Bösen drüber gesprochen. Dazu muss man das Buch The Ark and the Dove, die Arche und die Taube, gelesen haben oder verstanden haben, die Geschichte, die dahinter steckt. Die römisch-katholische Kirche in Amerika, der in Boston damals der zum Bischof ernannte John Carroll, der ja auch die Georgetown-Universität gegründet hat, der Jesuit, der 26 Jahre in St. Omer, hier in Südflandern, damals, heute Nordfrankreich,
zum Jesuiten ausgebildet war. Er hat Rom ganz, hat den Papst ganz deutlich klar gemacht: Papst, wir als römisch-katholische Kirche in Amerika müssen anders auftreten. Ihr müsst uns die Freiheit lassen, dass wir nicht von Rom abhängig sind, wie wir das normalerweise sein sollten. Weil wenn wir das sind, dann können wir den Katholizismus in Amerika nicht den Wachstum bringen, den er haben muss. Das Vorbild, das Beispiel dieser amerikanischen katholischen Kirche waren die gallikanischen Grundsätze. Das war, wie das eben schon bereits mit der katholischen Kirche in Frankreich funktionierte. Der Papst hat Zugebungen gemacht in Frankreich, um dann eben doch seine geistige Macht dort ausüben zu können, und hat natürlich hintenrum mit den Jesuiten, die dann die weltlichen Herrscher beherrscht haben, doch die weltliche Macht gehabt. Und genauso funktioniert es in Amerika auch. Das ist dann eine Republik, das ist dann sogenannt eine Demokratie, da hat dann sozusagen das Volk die Macht, weil sie nicht verstehen, dass die ganzen, die als Politiker auftreten, jesuitisch und römisch-katholisch kontrolliert sind von A bis Z. Das heißt, die römisch-katholische Kirche in Amerika wird mehr und mehr römisch. Also das Katholische, amerikanisch-katholisch stirbt aus und das römisch-katholische nimmt zu. Das kann aber erst dann, wenn die Kirche die Übermacht hat. Und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und sicher seit dem Antreten des Präsidenten Ronald Reagan, der damals ja das Zeichen gegeben hat dafür, dass die protestantischen Kirchen sich alle Rom ergeben haben und dass Rom jetzt die Macht hat in Amerika, dadurch, dass er seinen Amtsantritt gemacht hat, gerichtet zum Osten des Weißen Hauses hin, gerichtet auf den Obelisken, das Washington-Monument nach Osten hin, eben nach Rom schauend, hat er das zugegeben. Das hat alles seinen Ursprung im Grunde hier in Frankreich, in den gallikanischen Grundsätzen. Diese gallikanischen Grundsätze haben angepasst auf Amerika, hat die amerikanisch-katholische Kirche sich zu eigen gemacht und ist auf die Art und Weise gewachsen, dass sie heute mehr oder weniger offen dafür auskommt, römisch-katholisch zu sein. Das heißt, die gallikanischen Grundsätze werden jetzt in Amerika auch abgeschafft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Zusammenhang, den der Autor hier nicht bespricht. Ich weiß nicht, ob er das weiß oder nicht weiß. Ich weiß es zum Glück und deswegen kann ich es euch mitteilen, weil wer versteht sonst, was die gallikanischen Grundsätze sind? Ja? Die Ernennung zu den bischöflichen Sitzen erfolgte nicht ohne Rücksprache mit dem römischen Hofe. Das Letztere bedeutete den Verzicht auf die gallikanischen Grundsätze, die in der Unabhängigkeit der französischen Kirche von Rom gipfelten. Das hatte de Maistre gewollt. Damit begann für den französischen Klerus eine neue Ära, wie es de Maistre verkündet hatte. Der Jesuitismus war die einzige Macht gewesen, welche Louis Napoleon nach seinen gescheiterten Versuchen auf den Kaiserthron führen konnte. Zitat: Für mich gibt es nur den Schatten eines Kerkers oder den Glanz des Thrones. Ende Zitat. Hatte Louis Napoleon einst nach seinem erfolglosen Putsch während der Festungshaft in Hamm geschrieben. Er ließ sich also in der Schweiz dem Orden Jesu affiliieren, obgleich er bereits dem Geheimbund der Carbonari in Italien und einer schweizerischen Freimaurerloge angehörte. Louis Napoleon tritt also dem Jesuitenorden bei, gehört dem Geheimbund der Carbonari bei, was eine Loge der Freimaurer ist, und gehört einer schweizerischen Freimaurerloge an. Ja, Leute, sind die Freimaurer und die Jesuiten Dinge, die sie bekämpfen? Wie kann denn eine Person in drei dieser Organisationen vertreten sein, wenn die sich doch gegenseitig bekämpfen? Der Herzog von Saint-Simon, der lebte zwischen 1675 und 1755, hatte bereits über diese Institution der Affiliierten der Jesuiten geschrieben, Zitat: Stets haben die Jesuiten unter den Laien, die zu ihrer Gesellschaft gehören, Leute aus allen Berufen. Die Tatsache ist gewiss. Diese Aggregierten legen die gleichen Gelübde ab wie die Jesuiten, soweit ihr Stand das gestattet. Das heißt,
Das Gelöbnis unbedingten Gehorsams dem Ordensgeneral und dem Ordensoberen gegenüber. Die Gelübde der Armut und Keuschheit sollen sie ersetzen durch die Dienste und den Schutz, den sie der Gesellschaft Jesu leisten. Besonders aber durch grenzenlose Unterwürfigkeit den Oberen und dem Beichtvater gegenüber. Die Politik kommt dabei auf ihre Rechnung durch die sichere Hilfe dieser heimlichen Bundesgenossen. Ende Zitat. Nun, das Zitat von dem Herzog von Saint-Simon ist so wichtig und schlägt so hohe Wellen, dass wir da nächstes Mal nochmal drauf eingehen werden. Wir werden das Zitat nochmal lesen. Ich werde das Zitat ein wenig kommentieren. Und ihr könnt das natürlich auch gerne in den Kommentaren dieses Videos machen. Für heute danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und bitte vergesst nicht, neben all den anderen interessanten Dingen zu lesen und zu forschen, eure Bibel zu lesen. Shalom, Maranatha.